UEFA Champions League wird präsentiert von YouTube, Van Bergen, dem Fußballmanager 13 Let's Play und MMOZone.de. Viel Spaß! So, meine lieben versammelten Fußball-Eidgenossen, herzlich willkommen in Champions League vom Allerfeinsten wieder einmal. Wir spielen zu Hause. Es ist bereits der vierte Spieltag unserer Gruppenphase und heute geht es gegen, ja, die großen Jungs hier von Manchester City, die Citizens. Also, ich bin gespannt, wir konnten sie schlagen, auswärts in Manchester mit 3:1. Und heute kommen sie noch zu uns in die schöne Hafenstadt Hamburg. Und ich bin mal davon, ich gehe davon aus, nach unserer letzten, ja, doch recht trendigen, guten Serie, die wir abgeliefert haben in der Bundesliga, sowie auch hier, können wir heute fast den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ich bin gespannt. Also Manchester City in der heimischen Liga, in der Premier League momentan auf Platz 1 mit 25 Punkten. Und jetzt kommt, pass auf, ich habe extra nochmal nachgeschlagen, auf Platz 2 ist Newcastle United. Ebenfalls mit 25 Punkten und dann kommt schon Queen's Park Rangers auch mit 25 Punkten. Manchester United zum Beispiel sieht man erst auf Platz 10. So, aber das soll nicht unsere Sorge sein, wie es in der englischen Liga zugeht, sondern viel eher ist wichtig, dass wir hier heute gut starten, wieder gut reinkommen in die Partie, in die Zweikämpfe, in die Begegnung gegen Manchester City. Und ja, wenn wir nur halbwegs so stark auffahren, wie wir das in Manchester getan haben, ist das hier alles gar kein Problem, denke ich mal. Wijnaldum, ich habe mich entschieden, ach Gott, ja, ich wollte noch erwähnen, meine Lieben, ich gehe zurück zu Wijnaldum, es fällt mir einfacher und vielen von euch ist es wahrscheinlich auch schon so gegangen, dass man sagt, so, jetzt hat man sich darauf eingeschossen, auf Wijnaldum und man weiß sofort, wer es ist und deswegen switche ich wieder um, zwischendrin haben wir mal einen kleinen Ausflug gemacht in sprachlichen Spagat, jetzt machen wir es dann doch wie gewohnt mit Wijnaldum. Und jetzt gehen wir mal rein, jetzt sind 12 Minuten gespielt und jetzt fange ich wirklich mal an, das Spiel zu kommentieren. Es sind genügend Vorabinformationen jetzt gefallen, denke ich. Und wir gucken mal, wie wir uns jetzt heute hier schlagen, wie wir uns geben. Muss noch ein bisschen warm werden, ist die erste Aufnahme seit gefühlt 3 Monaten. Gefühlt, es waren glaube ich jetzt 3-4 Tage, wo ich kein FM13 gespielt habe. Jetzt muss ich wieder reinkommen in die ganze Materie und dann starten wir so richtig schön durch. Also los geht's, Einwurf für uns, direkt auf Wijnaldum. Klitschi, der ist ja auch beliebt. Und Höger in der Zentrale, versucht jetzt da Jelavic zu bedienen, der heute als einzelne Sturmspitze dabei ist. Kommt nicht durch. Balotelli, schöne Eröffnung jetzt auf der linken Seite für Sami Nasri. Nasri bringt den Ball hoch, rein, Silva und René Adler ist da, hält den Ball. Oioioi, also gute Chance für Manchester City. Von dem Flügel rein in die Zentrale, konnte David Silva sogar noch gut verwerten. Gott sei Dank haben wir einen René Adler im Tor. Jelavic gegen Touré, nicht gegen Traoré, sondern gegen Touré. Findet den Zweikampf, Van der Vaart. Ihn habe ich heute in die Zentrale gestellt, zusammen mit Emre Can. Wir wollen versuchen, heute mit nur einem Sechser, nämlich Höger und zwei zentralen Spielen, ja, Machern, Spieleröffnern wie Can und Van der Vaart, ja, Stabilität zu geben, aber auch genügend Impulse nach vorne. Wijnaldum, die Mitte schön gemacht auf Jelavic, 1:0, 1:0, Nikita Jelavic. Gut gemacht von Wijnaldum, dass er nicht selber das Dribbling tut, sondern nochmal direkt weiter zum zentralen Stürmer weitergeleitet hat, zu Jelavic. Und wir führen mit 1:0. Balotelli, Vorsicht, der Italiener, immer brandgefährlich, auch in unserem Let's Play. Balotelli, Drehung, Höger geschlagen, Kier muss retten, gut gemacht, kein Elfmeter, kein Foul, ganz sauber geklärt. David Silva gegen Aogo, will sich da durchsetzen, schafft das nicht ganz fair. Es gibt jetzt doch noch die gelbe Karte für unseren Linksverteidiger. Der wirklich immer auf der Kippe steht zwischen, ja, Nationalspieler und dann doch nicht berücksichtigt in der deutschen Elf. Macht aber bisher auch in dieser Saison eine gute Form, eine gute Note. Eine gute Figur, sagt man. Balotelli, Vorsicht, wie er den Ball dann noch bewegen kann um sich herum. Also ganz, ganz stark. Das Dribbling von Balotelli. Jim gemacht. Rodwell aussteigen lassen. Jetzt beißt er weit rüber auf Wijnaldum. Aber der Ball, der kommt nicht an. Den kann er sich auch nicht erlaufen.
Ja. Da würde auch ein bisschen sauer sein, weil das eben diese Kontermöglichkeiten müssen dann besser funktionieren. Nasri. Wieder Van der Vaart, der auch versucht, da in der Zentrale auf der rechten und linken Seite auszuhelfen. Wieder Wijnaldum auf Jelavic. Rüber auf Rafael Van der Vaart, da der direkte Ball dann auf Jelavic. Doch etwas klingt nicht. Wieder Balotelli. Wieder geht's rüber auf Nasri. Sie versuchen viel über die linke Seite jetzt. Die Engländer. Und Glitchy auf Nasri. Direkt weiter. Wo landet der Ball? Im Außen. Ja, das war dann doch eher kläglich. Das war keine schöne Abnahme von Sami Nasri. Und somit ist auch schon bald die erste Hälfte rum, meine Lieben. Also es geht wirklich zügig hier, weil das Spiel auch wirklich sehr flüssig läuft. Bisher Richards. Vorsicht. Rüber auf Beister. Oh, sehr schön mitgenommen. Beister jetzt nochmal der lange Ball auf Wijnaldum. Kann er sich den noch erlaufen? Nein, also langsam wird es etwas, auffällig, dass Beister da die langen Bälle sucht auf die andere Seite. Er sollte vielleicht viel mehr eher selber machen. Werden wir mal im Bereich Flanken mit ihm nochmal sprechen in der Pause. Nochmal rüber. Jetzt kommt der Ball an bei Wijnaldum. Jetzt kommt er an und er muss auch nur einmal ankommen. Und dann geht's weiter auf Beister. Wieder rüber auf Jelavic. Kein Abseits. 2:0. Gut gemacht. Gut gemacht von Nikita Jelavic. Sein zweites Tor. Doppelpack in der ersten Halbzeit gegen Manchester City. Die Citizens. Ganz, ganz stark. Schön gemacht auch von ihm dann hier in den freien Raum. Und dann hat er auch Joe Hart gar keine Chance. Ist geschlagen. Sehr schön. Sehr schön und wir hören ja, das ist das Schöne dabei, wir hören ja, wenn Jelavic ein Tor erzielt, unsere Hymne aus dem letzten Jahr, aus dem FM12, die ich einfach nostalgisch gesehen ganz gerne mal drin habe, ich finde die toll. So, Genk gegen Neapel, spielen momentan unentschieden, das Ergebnis würde uns hier tierisch in die Karten spielen. Bisher sind wir, sage ich mal, einfach effektiver, die besseren, klareren Chancen aufs Tor gekriegt, obwohl Manchester natürlich immer in der Lage ist, ein Tor zu erzielen, gar keine Frage. Wir führen ein paar Kouyaté, Aogo als Linksverteidiger mit der gelben Karte vorbelastet. Ich will es nicht drauf ankommen lassen und ich nehme ihn mal raus, bringe Anita heute auf links. Ich will es aber nicht riskieren, dass er da jetzt runterfliegt und wir mit einem Mann weniger agieren müssten. Ansonsten wäre noch ein Rautenberg heute vielleicht möglich oder ein Chanaloglu. Aber ich denke mal, wir schauen mal gleich rein. Wir gucken mal, wer da so ein bisschen noch Gas geben kann. Ja, in dem Bereich motivieren wir mal so ein wenig hier auch Van der Vaart. Ja, den nehmen wir ja raus. Dann, wenn es dann so solide läuft wie aktuell, brauchen wir uns da überhaupt nicht verstecken. So, Wijnaldum und Jelavic bekommen beide nochmal eine Massage. Und das gleiche geht für Kier, den ich ganz gerne drin lassen möchte in diesem Spiel. Und dann haben wir noch einen Ansprachepunkt übrig. Ich denke mal, da kommt ein Lob dann für Jelavic doch ganz gelegen. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Alles klar, ich habe noch gesagt vor dem Spiel, ihr werdet jeden Zentimeter des Platzes umgraben. Ja, und dem ist auch so passiert. Ne? Die geben richtig Gas, sehr schön. Also, eine Einwechslung haben wir getan mit Anita auf der Linksverteidigerposition für Dennis Aogo. Mit der Nummer 19 kommt er jetzt rein. Dennis Aogo mit der 26 geht raus. Und dann gucken wir doch mal, wie wir die zweite Halbzeit gestalten können. Momentan sieht es ja sehr, sehr gut aus. Also natürlich, wenn du mit einem 2-0 aus der ersten Halbzeit herauskommst, hast du genügend Selbstvertrauen getankt für die zweiten 45 Minuten eigentlich, um das sauber zu Ende zu fahren. Jelavic, oh, schön gemacht auf Jorginho, Wijnaldum. Jetzt geht der Ball rüber auf Richards. Der will den rausspielen, macht er gut. Hat das gut gelöst, da. Die Problematik mit dem Ball im 16er. Aber jetzt Vorsicht, Balotelli gegen Kouyaté. Balotelli! Oh, der ist stark. Der wirft seinen ganzen Körper da in den Zweikampf und Kouyaté kann da gar nicht stören, obwohl der auch nicht gerade, schmächtig ist. Da treffen natürlich zwei Hünen aufeinander, gut gemacht von Kouyaté, beziehungsweise noch einen Ticken besser gemacht von Balotelli an der Stelle. Kier und Jung. Van der Vaart, der Ball kommt nicht an, landet direkt wieder bei Manchester City. Jelavic. Und Chan, schön! Der Pass, der öffnet Pass auf Beister. Super gemacht, aber es gibt Abseits. Ach Mensch, das sah doch so super aus. Schön durch den Raum, also da hat er genau den Tunnel gesehen. Ah, sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, dass das jetzt hier Abseits war. Na gut, so ist es halt. Van der Vaart. Nochmal auf Jelavic. Ja, wollte jetzt Wijnaldum bedienen. Auf rechts, Chan. Gibt Freistoß jetzt, glaube ich, für... Ja, da läuft der Ball sogar ins Tor. Gelbe Karte für... Emre Can, ja gut, dann fällt uns auch leicht, wen wir auswechseln. Eigentlich wollte ich ja Van der Vaart rausnehmen, aber wenn Can jetzt gelb vorbelastet ist, bringen wir für
ihn. Jetzt kommt Hakan Çalhanoğlu für Emre Can in der zentralen Position heute einmal. Nicht seine beliebteste Position, ganz klar, aber es ist einfach dem System geschuldet. Ich möchte jetzt nicht so viel umbauen oder eine neue Formation aufstellen. Momentan gefällt mir sehr gut, wie es läuft, eben mit dieser, mit zwei zentralen Mittelfeldakteuren, dass wir so ein bisschen weggekommen sind von der typischen Zehnerposition, aber nicht auf Dauer. Also ihr wisst ja, wir sind ja da vollkommen flexibel mit diesem Kader, haben da eine ganze Menge Variationen, Möglichkeiten. Oh, Adler Glanzparade gegen den Schuss von Balotelli. Stark. Möglichkeit jetzt in der Ecke für Manchester City. Der Ball kommt, geht an den Rückraum. Vorsicht, Adler hat den Ball. Hat Balotelli nur noch den Fuß hinhalten müssen und dann wäre es hier auf 2:1 verkürzt worden. Das Ergebnis gut gemacht. Agüero. Beißt da, wieder langer Ball. So, und jetzt reicht's mir. Jetzt kommt Alaba. Den wollen wir uns auf jeden Fall noch näher anschauen. Das wäre einer, wenn wir eine super Saison spielen sollten, der auf jeden Fall zu uns stoßen sollte. Wen können wir noch bringen? Ich muss erstmal mit Beister reden. Erstmal mal die Taktik. Anweisungen. Er flankt ja immer. Ich mach das mal. Er kann auch mal den Ball halten. Ja, genau. So, okay, alles klar. Und dann steil gehen, Ball halten, Dribbling. Ja, nehmen wir mal Dribbling raus. Okay, über die Flügel greifen wir an. Okay, das passt auch. Und dann können wir mal schauen, wen können wir denn noch bringen? Wen haben wir noch da? Wir haben noch ein linkes Mittelfeld mit Jansen. Wir können noch mal Serge Gnabry einen Einsatz schenken. Oder Rautenberg für Jung, der auch eine Topform heute hat. Marco Höger, denke ich mal, geht nach diesem Spiel auch mit einer guten Form raus. Wir haben noch für Van der Vaart. Können wir noch Holpi bringen? Machen wir auch. Also, Luis Holpi dann auch in die Zentrale. Da haben wir das komplett ausgetauscht. Dann haben wir komplett die Zentrale ausgetauscht mit Van der Vaart zuvor und zu Beginn und Can. Und jetzt kommt noch Luis Holpi dann in der 67. Minute. Ich denke, das kann ganz gut funktionieren. Wieder die beiden Akteure auf dem Platz, die sich nicht so gut verstehen, weil sie um die gleiche Position kämpfen. Çalhanoğlu und Luis Holpi, absoluter Konkurrenzkampf. Von dem profitieren sie beide auch, na ganz klar. Alaba, Vorsicht, Alaba, stark. Çalhanoğlu hier in ähnlicher Position wie in der österreichischen Nationalmannschaft. So ein bisschen versetzt im Sturm, also überraschend, dass er da ja nicht mehr so defensiv spielt. Ja, das haben wir gesehen. Können wir direkt weitermachen. Wer kommt jetzt noch bei Man City? Es ist Maicon. Der erfahrene Routinier, also es gibt wenige Defensivkräfte, meiner Meinung nach, die so stark sind wie Maicon. Ganz, ganz große Hausnummer, ganz großer Name. Kommt jetzt rein bei Man City. Da ist er auch schon im Ball, direkt im defensiven Mittelfeld. Balotelli vorbei an Kouyaté, Balotelli und wieder ein Schuss. Gott sei Dank fehlt ihm heute so ein bisschen die Präzision oder ich sag mal die Schaltgeschwindigkeit. Er hat ja auch vorhin beinahe schon das 2:1 gemacht. Balotelli bis jetzt nicht ganz so wirklich souverän, obwohl er immer wieder im Ballbesitz ist, immer wieder im Spiel gebracht wird. Viele gute Aktionen zeigt, zwar in der Eroberung und der Behauptung des Balles, aber dann doch nicht ganz effektiv genug. Jetzt nochmal für uns eine Möglichkeit über Wijnaldum direkt rüber. Der macht das schön jetzt auf Beister. Der kann in die Mitte spielen, da ist alles frei. In der Mitte, Beister, kommt der Flanke von Beister, aber da ist dann doch Maicon, glaube ich, war's, der da rettet als letzter Mann. Holpi, schöne Balleroberung, was macht er jetzt? Und wieder Maicon, der da hinten rettet. Wahnsinn. Agüero gegen Jung. Kühn Agüero. Jung setzt sich durch. Ganz stark. Und Holpi wieder auf Jelavic. Kein Abseits. Schickt sofort Wijnaldum. Der weiß, der hat einen starken Antritt. Der kann richtig zügig gehen. Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum wird von Glitchy gelegt. Aber dann gibt es doch keinen Foul. Und er setzt sich nochmal rein, damit jetzt da nicht sofort, ja, eine Konterchance entsteht. Taktisch gut gemacht von Jorginho Wijnaldum auf rechts. Der ja von den Fachleuten als einer der stärksten Offensivkräfte der Welt mittlerweile gezählt wird, ganz klar. Gut, weiter Einwurf jetzt von Kouyaté auf Holpi. Muss er nur in den Rückraum legen, da ist doch genügend Platz. Oh! Schöne Chance von Wijnaldum weitergelegt wieder. Schade, das hat nicht ganz gereicht. 2:0 steht's. Die beiden Tore haben wir in der ersten Halbzeit erzielt. Und in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir auch eine gute Leistung abgeliefert. Also ganz die ganze Mannschaft. Auf allen Positionen gab es überragende Zweikämpfe, die wir gewonnen haben. Auch Jung gegen Agüero zum Beispiel. Gucken wir mal, ob wir nochmal vielleicht einen Akzent setzen können nach vorne.
Gibt's noch eine gelbe Karte jetzt hier gegen Silva, oder wer war das jetzt, der da die gelbe Karte sich abholen darf? Oder doch Agüero? Es war Sergio Agüero. Kühn Agüero mit der gelben Karte. Müsste natürlich auch jetzt, wäre schön, wenn es eingeblendet werden würde, wie viele gelben Karten er schon hat, ob er dann gesperrt wäre. So, ich bin schon in der Nachspielzeit, gleich kann der Abpfiff erfolgen. Oh, Riesenmöglichkeit vom Wijnaldum. Und was macht denn jetzt Jelavic? Spielt nochmal zurück auf Beister. Oh, schade, nochmal Jelavic. Und da unten kommt, oh, Wijnaldum war kurz und drauf und dran. Da hat sich die ganze Defensive von Man City eben verschätzt mit der Abseitsstellung. Wurde nämlich aufgehoben auf der linken Seite. Gut, wir gewinnen 2-0 souverän. Das ist absolut Wahnsinn gegen Manchester City. Wie bereits schon im Hinspiel konnten wir 3-1 gewinnen. Ja, heute gewinnen wir 2-0 mit einem souveränen 2-0 zu Hause. Also da lassen wir den großen Riesen, den eigentlichen Favoriten in der Gruppe, doch ziemlich alt aussehen. Wir gucken gleich mal rein, meine Lieben, wie es aussieht in der Qualifikation fürs Achtelfinale. Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Das kann uns, glaube ich, keiner mehr nehmen. Sechs Punkte kann man noch erzielen. Schauen wir doch mal rein. Wie steht Neapel gewinnt? Dann doch gegen Genk. Und Genk war aber Gruppenzweiter. Ich glaube, das sieht ganz gut aus für uns. Also, bis gleich im Nachbericht.